Hallo, 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 weiter geht's mit einem schönen Unboxing hier auf meinem wunderbaren Kanal. Ich bin der Lars und die beste Firma der Welt hat mir mal wieder was zur Verfügung gestellt und zwar Loot-Chest. Kurz das Schlitzermesser hier weggetan. Wir wollen Leute nicht aufschlitzen, natürlich schon alles hier aufgemacht und meine Adresse entfernt, damit ihr mich nicht stalkt, ihr kleinen Kollegen hier. Man sieht noch 1,2 Kilo, das passt auf jeden Fall. Also schon mal ordentlich Gewicht hier am Start und Loot Chest, checkt das auf jeden Fall mal ab hier, lootchest.de. Dort gibt es die Box und jetzt sind wir hier schon im Januar. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich glaube, ich weiß sogar noch das Thema vom Januar. Ich will ja nicht spoilern, deswegen sage ich es jetzt nicht. Und wir werden sehen, ob ich richtig liege oder falsch bin. Bin ich falsch? Keine Ahnung. Wir checken jetzt mal kurz und machen das Ganze hier auf. Ich bin gespannt, was hier so drin ist. Das heißt, natürlich zur Seite. Wir machen das so auf, drehen es um, dass ich nicht sehe, was drin ist. Ich finde das irgendwie besser, damit man nicht gespoilert wird und von vornherein sieht, was alles am Start ist. Und ich merke schon mal, ja, hier haben wir was. Box zur Seite und es geht los mit, oh, es geht mir was richtig geil los. Und zwar mit Spidey. Spidey ist am Start. 3D-Puzzle. Okay, von Spidey ein 3D-Puzzle? Das ist ein Puzzle. Das Puzzle besteht aus drei Teile. Ach, deswegen 3D. Ah. Interessant, das ist also ein 3D-Puzzle von Spidey. Das ist natürlich sehr interessant. Alles klar, ich habe es gerade richtig gezeigt, ich hoffe doch mal. Ich muss durch die Kamera gucken, muss ich dran denken. Das ist es. Und ich würde mal sagen, wir packen es einfach mal aus, weil ich will mir es ja auch angucken. Voll die Schutzhülle hier auch drum. Total cool, plastikmäßig. Ja gut, Plastik allgemein nicht so gut, Greta würde sich nicht freuen. Aber sonst, wie geht's denn auf? Wie geht das denn hier auf? Hier ist auch ein Haken an der Sache, oder? Ah, hier ist Klebeband drum, was man nicht sieht, weil Klebeband auf durchsichtigem Plastik ist halt nicht sichtbar. Aber meine wunderbaren, nicht vorhandenen motorischen Skills machen den Unterschied. Ja, jetzt geht's, okay. Dann kann das Plastik hier mal ein bisschen weg. Das kleben wir mal hier hin. Sehr geil. Und dann öffnen wir das Ganze. Wenn es klappt, so wie es soll. Kriegst du nicht auf, Leute. Ich bin scheiße. Wenn man scheiße ist, kriegt man das nicht auf. Oh Gott. Gott sei Dank. Wirklich voll die Hülle drum. Also ich bin ja in der Sammlerszene auch am Start. Ich sammle ja so ein paar Sachen. Und ich glaube, für so eine Verpackung gibt man normalerweise Geld aus. So plastikmäßig so verpackt. So, wir haben das mal ausgepackt hier. Und hier ist Spidey, der alte kleine Kollege. Und der sitzt ziemlich stramm. Oh Gott. Oh Gott, der fällt auseinander. Wir haben ihn getötet. Ne, haben wir nicht. Das mal zur Seite. Ist ja nur Müll. Und hier haben wir jetzt Spidey am Start. Also Spidey ohne Kopf. Das ist so eine Gummiknetmasse. Es riecht auch sehr nach Gummi. Mal kurz dran gerochen. Aber detailliert ist es und sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Guck mal, kein Kopf. So, hier ist der Kopf. Das ist der Kollege hier. Sieht auch ganz gut aus. Und ich glaube, den Kopf kann man noch genau auseinandernehmen. Man sagt mal drei Teile. Und deswegen 3D-Puzzle. Haha, 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 haha. Wir stecken es mal zusammen. Wieder. Kriege ich nicht hin, ich bin zu doof. So, zusammengesteckt. Dann sieht man auch fast keine Übergänge mehr hier am Rand. Und dann verbinden wir das mit dem Kopf. Und haben dann Spidey als 3D-Puzzle-Gummimasse am Start. Ja, kann man sich irgendwo hinstellen. Ne? Oder zur Not wieder reinpacken. Hat er ja so eine geile Verpackung hier. Und der steht auch. Seht ihr? Er ist wohl sehr kopflastig, weil er halt einen richtigen Dickschädel, ne, hat, aber. Es funktioniert. So, das war Item Number One. Gefällt mir schon mal. Nicht schlecht. Spidey hier am Start. Als 3D-Puzzle. Dann machen wir hiermit weiter und haben hier. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Serie 1. Was sind das für Figuren? Minis? Kennt ihr davon irgendwas? Zombie Punk, Mikey Blue? Was ist denn das? Ist es Walking Dead? Ne, der erinnert mich an Walking Dead. Ist das irgendwie eine Ansammlung von irgendwelchen Figuren aus Serien und Filmen? Also hier von der Seite, das ist Rick von The Walking Dead. Negan ist auch von Walking Dead. Ach, da steht's auch bei. Ah, da steht's auch bei. Sorry, sorry, ich bin doof. Walking Dead. Und die ganzen anderen Sachen kenne ich fast gar nicht. Walking Dead, Horizon kenne ich. Das, okay, das kenne ich, aber Robert ist hier am Start. Und hier sieht man die, glaube ich, auch nochmal genau. Science Dog? Invisible?
Alles klar, was steht da? Burst, muss man näher rangehen hier. Burst Ride oder so? Bei dem hier, bei dem haarigen Dude? Keine Ahnung. Wir packen es mal aus und sehen, was wir haben. Ich hoffe, jemanden, den ich kenne. Also, ich kenne eigentlich nur die von Walking Dead, den Rest nicht. Deswegen, wo geht's denn hier auf? Wurde denn hier aufgemacht? Muss man hier immer alles zerstören? Ja, gut. Verpackung ist da, um zerstört zu werden. Aber irgendwie ist das hier festgeklebt. Nee. Deswegen müssen wir es leider aufreißen. Anders geht es nicht. Gewalt ist immer eine Lösung. Was so ein extra verpackt. Also ja, Greta freut sich heute gar nicht. Das geht ja mal gar nicht klar. Noch mehr Plastik. Und überhaupt nicht laut. Und überhaupt nicht fest eingeschweißt. Wir kommen das ja ohne Probleme auf. Moment. Gewalt ist eine Lösung. So, ist offen. Kommen jetzt mit der Plastikduft des Todes raus, aber wir haben hier einen blutverschmierten, bärtigen Typen. Wer ist das? Keine Ahnung. Wir stellen ihn mal hier hin. Da ist noch irgendwas dabei. Ein Hut. Das ist Rick. Das ist Rick. Also gesichtstechnisch kann man ihn jetzt nicht so gut erkennen, aber ich glaube, das ist Rick. Mein Blut verschmiert. Oh mein Gott. Ja, das müsste Rick sein. So, nochmal aufsetzen. Irgendwie hält das nicht so gut. Also das ist scheinbar Rick. Ja gut, ist ein kleines nettes Gimmick oder muss es doch andersrum? Irgendwie hält das nicht auf seinen Kopf. Er hat einen Dickkopf. Wie Spidey. Ja, das ist scheinbar Rick. Hat Style. Rick erkennt man wohl null, wenn er es sein soll. Keine Ahnung. Aber ja, so eine kleine Minifigur mit Hutlein. Nicht schlecht. Stell mal hier hin, weil der Hut ja eh nicht so hält. Und den Plastik wohl mal zur anderen Seite. Okay. Kleines, weiteres, kleine Figur gefällt mir, ist okay. Aber, ne? Also die krassen Sachen müssen noch kommen. So. Was haben wir denn hier? Ist das ein Buch? Fühlt sich an wie ein Buch. Mal schauen, was haben wir hier? Oh, Star Wars, Leute. Denn Star Wars geht immer. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Interessant. Was ist denn das für ein Buch? Okay. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Luke Skywalker ist auf den Planeten Tatooine zurückgekehrt. Bla, kennen wir alles. Natürlich von Nelson. Das Buch kostet allein schon 8 Euro. Aha. Ist auch lizenziert von Lucasfilms. Und wie man sieht, das ist ein Buch. Das ist einfach halt nur ein krasses Buch. Ist einfach ein Taschenbuch oder was ist das denn hier? Mal kurz aufmachen die Kiste. Mal kurz abchecken. Das ist einfach eine Story. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Ja, das ist eine coole Story, ne? Geschichte hier. Das Boba Fett, R2D2, hier quasi vom Film, ne? So eine kleine, die Minigeschichte zu dem Film. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Hat Style. Hier der Imperator ist am Start. Erstmal kurz spoilern, das Ende. Hier der Kampf. Luke, ich bin dein Vater, ihr wisst Bescheid. So ein kleines Taschenbuch von Disney, von Star Wars. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Leute, die Star Wars mögen, die werden sich sicherlich sowas auch gerne reinziehen. Ich bin jetzt nicht der Buchfreund, deswegen ist nicht so meins, aber sonst. Not bad. So, was haben wir hier noch Tolles? Okay. Collector Edition. Stormlighter. Was ist das? Irgendwie sieht das aus wie Kondome. Was ist denn das? Wir machen das mal auf. Das ist so eine Schachtel. Oder ist da ein Ring drin? Ich möchte mir gerne die Lutscher einen Ring schenken, weil ich so unglaublich geil bin. Oh, das ist eine Handgranate oder was? Das ist ein Handgranatenhandschlüssel. Ist das ein Handgranatenschlüsselanhänger? Das ist ja mega geil. Also ohne Witz, das könnte das beste Item ever sein. Einfach eine Handgranate. Das ist halt einfach eine Handgranate. Oder ist das ein Feuerzeug? Ich habe Angst. Er sieht beweglich aus hier an der Seite. Ich weiß halt nicht, ob man das. Hier ist ein Draht.
Hier ist ein Scharnier. Also irgendwie muss man das bewegen können. Seht ihr hier? Ich kann mal Gas einfüllen. Ist das ein Feuerzeug? Es könnte eins sein. Ich weiß halt gerade nicht, wie es funktioniert. Ich will es auch nicht. Ah, guck mal, hier oben. Hier oben. Ah. Ich muss mal kurz reingucken. Kleinen Moment. Jetzt kommt kein Gas raus. Also Gas ist nicht drin befüllt, aber es ist halt einfach mal ein. Hier ist übrigens der Stift. Kann man ihn abziehen? Kann man hier die Flamme einstellen? Hier bewegt sich auch was, wenn ich am Stift von der Handgranate rumspiele. Ist total geil. Einfach eine Handgranate als Feuerzeug. Und das kann man so halten hier auch noch. Das ist Hammer. Ich bin kein Raucher, deswegen brauche ich das jetzt nicht. Aber so, das ist ja mega geil. So Kerzen anzünden, kannst du hier so rum. Schlüsselanhänger dran machen hier. Hast du noch eine Kette hier? Kannst du befestigen. Das ist ja, das ist mega geil. Also das gefällt mir mit auch einer richtig coolen Box hier zu. Packen das da mal wieder rein. Das hat schon Style. Ziemlich edel und ziemlich cool hier. Ein Handgranatenfeuerzeug. Nicht schlecht. Bislang, wie ich finde, das beste Item in dieser wunderbaren Box. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es kann ja nicht mehr so viel sein. Hier mein T-Shirt. Dann haben wir hier etwas Essbares. Okay. Ein Break. Okay. Breakaway. Original von Nestle. Kenne ich gar nicht. Keine Ahnung. Kennt ihr das? Schmeckt das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht gönne ich mir das gleich. Mal schauen. Aber zu essen ist ja immer gut, ne? Schön dick werden. Ihr kennt das ja. So. Und ich glaube, wir haben nur noch ein T-Shirt. Deswegen kommen wir zum T-Shirt und haben es hier. Black Riders. Das sieht ziemlich schwarz aus. Große M. Wie ein schwarzes T-Shirt, ne? Irgendwie alles. Das sieht aus wie so eine Nonne oder wie der Tod. Mit so einer Sense in der Hand. Keine Ahnung. Wir machen es mal eben auf. Ich kann mir tatsächlich darunter noch nichts vorstellen. Noch gar nichts. So, Plastik kann weg. Schutz brauche ich nicht. Und hier ist das T-Shirt. Wir machen es mal auf. Und sehen hier Black Riders. Mordo. Oh, das ist einfach ein Herr der Ringe-T-Shirt von den schwarzen Reitern. Wisst ihr Bescheid? Die Ringsucher, die immer die Frodo gesucht haben. Weißt du, die immer so auf diesen Skelett, diese Skelettdinger da. Das ist ja mega geil. Richtig geiles T-Shirt. Gefällt mir. Cool. Das ist echt ein hammermäßiges T-Shirt. Geil. Also T-Shirt ist echt top. Natürlich sehr eintönig und schwarz, aber trotzdem vom Thema her sehr geil. Das heißt, wir haben das T-Shirt. Wir haben den Breakaway-Riegel. Das Star Wars-Buch. Wie ich finde, das beste Item, das Feuerzeug, obwohl ich kein Raucher bin. Dann haben wir Rick in dieser komischen Figur. Und wir haben hier Spidey, dieser Gummifigur, dieses 3D-Puzzle. Haben wir denn noch was? Nee, das war's. Alles klärchen. Box ist leer, meine Damen und Herren. Seht ihr das? Da ist nichts mehr drin. Vielleicht kann man es so besser sehen. Alles leer. Jawohl. Tschüss. Brauchen wir nicht mehr. Dann kommen wir doch mal zu dem schönen Heftlein, was wir hier haben. Ich kann noch mal ein bisschen rauszoomen für euch. So, da sieht man den ganzen Müll hier. Müll entsteht. So, wir haben hier die Loot Chest. Januar 2020. Let's Loot. Sehr geil. Mit Handgranate. Hier die ganzen Sachen. Wer ist am Start? Hey ho, Looter und so weiter und so fort. Und check mal kurz die Lage. Also, wir fangen an mit. Okay, das ist hier Nils. Der hat es auch ausgepackt. Alles Lächeln. Nils, was geht ab, Bro? Hier. Das T-Shirt starten wir mit. Und zwar, hier steht es auch. Sind die Nazgûls, genau die Ringgeister. 15 Euro T-Shirt, schon mal ziemlich geil. Hier haben wir dann die Handgranate. Gibt es da irgendwie. Von was ist das? Üblicherweise kann ein Soldat eine M67 Granate ca. 40 Meter weit werfen. Allerdings befeuerst du mit diesem Schätzchen besser eine Kerze und erntest neidische Blicke bei allen Fans von Counter-Strike und Co. Ja, auch 17 Euro hier am Start, 16,95. Auch sehr, sehr geil. Das ist ein hammermäßiges Feuerzeug, gefällt mir. Oh, hier. Badass Robots. Ist halt immer geil, diese Bilder mit drin, ne? Gefällt mir. Dann haben wir noch ein Looträtsel, ein Kreuzworträtsel. Dann geht es weiter mit dem Buch. Ja gut, nur 7,95, jetzt nicht unbedingt so krass vom Preis her, das Star Wars Buch. Dann haben wir hier diese Skybound Minis. Die haben auch einen Wert von 8 Euro.
wo wir, glaube ich, so das Beste mitgezogen haben, was ich zumindest kenne. Dann geht es weiter mit dem Breakaway von Nestle hier am Start. Kostet nichts, ist gratis. Und dann haben wir hier dieses Puzzle. Dieses 3D-Puzzle-Gedöns von Marvel kostet auch 13 Euro, weil Marvel ist ja allgemein immer teuer. Und die sehen die ganzen Bilder von Leuten, die sich die Loot Chest gegönnt haben. Geile Box auf jeden Fall. Das Feuerzeug natürlich richtig Zucker. Und hier haben wir, was als nächstes kommen soll. Ach, das sind die Ultimate-Boxen. Okay, dann lag ich falsch. Weil ich dachte, es kommt Simpsons, das hatte ich noch im Kopf. Aber es ist, dient ja nur für diese Ultimate-Boxen. Deswegen mein Fehler. Ja, alles Gleiche, Leute. Dann würde ich mal sagen, war es das von dieser geilen, sehr, sehr coolen Box. Ich komme schon weiter ins Bild rein. Hier, seht ihr alles? War eine schöne, knackige Box zum Januar hin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, checkt auf jeden Fall Loot Chest ab. Und nochmal Dankeschön dafür, dass sie das mir zur Verfügung gestellt haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ihr seid ein Haufen super nicer Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Kommentar da. Lasst ein Like da. Bis dann und tschüssi.